So viel zu Sonntag. Und es stinkt nach Abwasser. Das ist wahrscheinlich die Zeit, um Stiefel zu holen. Aber das Wasser kommt von hier. Aber nicht, das ist Küche. Okay. Ach du Scheiße. Wie tief ist das denn? Der ist tief. Da kommt es raus. Was mache ich denn jetzt so? Also da ist richtig tief, da ist es offen, hier wird eine Treppe sein und irgendwie läuft es hier raus. So, mal gucken, ob draußen irgendwie Schächte sind. Noch besser ist, ich würde das Haus abdrehen. Wo dreht man hier das Haus ab? Nirgends. Das Haus läuft ab. Ich muss das Haus abdrehen. Also kein Wasser mehr. Nee. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo man es auf die Schnelle abdreht. Nee. Heizung. Ach du Scheiße. Kommt alle von da drüben. Wasserfilter hört sich doch gut an. Aha, hier ist auch gleichzeitig die Leitung, da ist der Hauskasten. Hier ist die Wasseruhr. So, ich drehe jetzt das Haus ab, weil irgendwie wird das alles hier keinen Sinn haben. Ah, das dauert. Nun komm. Tja, so ist es auf dem Sonntag. Wie ist es heute Muttertag? Da ist der Hausanschluss. Ich glaube aber nicht, dass der verstopft ist. Dann hätten wir hier hinten wahrscheinlich auch schon mehr Probleme. Hört sich auch leer an. Der ist frei. Okay. Also, Straße ist schon mal nicht verstopft. Hier wird der jetzt lustig. Wir können aber mal gucken. Das ist jetzt 1,50 Meter. Wie tief das da geht. So. Oh, was ist das? Knietief auf jeden Fall. Ah. Und da ist entweder der Rohr kaputt oder eine Klappe ist offen. Ist das eine Scheiße. Mal kurz überlegen. So, das hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Was ich jetzt machen werde, weil der nächstliegende Anschluss ist, gehe das Risiko ein und versuche
das einfach hier anzupieken. Also ich hoffe, dass das hier mit verstopft ist, ehrlich gesagt. So. Wenn wir Glück haben, ist der Rückstau noch hier. Wenn wir Pech haben, ist er das nicht. So. Scheint kein Druckluft zu sein, das ist gut. So werdet ihr nicht rausfinden, ob da Druck drauf ist. So schon eher. So. Oh Gott, ist ja richtig zu. Ein schön Küchenfett wieder. Hab Glück, dass der Mieter zur rechten Seite des Gebäudes, also da entlang, hat eine halbvolle Wanne. Die würde er gerne ablassen. Und damit will ich sehen, ob es hier hochkommt. Dann kann ich auch einordnen, etwa wo das ist. Interessant finde ich ja schon wieder, hier schwimmen Tomaten rum. Ist so geil. Okay, wenn ihr sehen, wie geil los. So, ich habe weit und breit hier keinen Schacht. Da ist kein Schacht, da ist kein Schacht, da ist kein Schacht. Straßenkanal hier sind frei. Und hier bleibt nur übrig mit der Spirale so weit wie möglich rein, in der Hoffnung, dass was passiert. Das ist der einzige Zugang, den ich hier habe. So. Ganze Tomaten. Nur im vierten Stock habe ich Strom, ist doch nicht wahr. Ich fahre auch nach Hause, ich habe echt keinen. Was soll das? Dann hau ab, mach deinen Stecker aus dem Haus und lass neigen und sehe. Also wenn da das Rohr jetzt ist. Also bis zu dem Punkt. Dann ist es immer noch 40 cm unter Wasser hier. Ist da halt nicht richtig. Ne? Steckdosen gibt es hier auch nicht. Dann wirst du blöde. Eins, was mir bleibt, ist jetzt erstmal das Wasser langsam aufdrehen. Ah, wo ist der Lichtschalter? Keine Ahnung, wo die Spirale ist. Ich habe keinen Strom. Da ist eine Steckdose, die funktioniert aber nicht, die ist nicht richtig geerdet. Also langsam aufdrehen. So, irgendwie.
irgendwie sinkt es trotzdem ab. Ich schätze mal, ich werde hier irgendwo eine Fußbodenentwässerung haben. Wo auch immer. Oh Mann, ey. Tja. So, hier ist auch eine Klappe. Also wenn wir Glück haben, haben wir hier eine Fußbodenentwässerung. Dann sieht es doch ein bisschen weiter ab. Man soll es ja nicht glauben, ey. So, also offensichtlich ist hier ein Gulli irgendwo. Ganze Tomaten. Irre. Tüten, Tomaten. So, aber wo ist jetzt der Gulli? Der wird hier irgendwo sein. Das ist eine Scheiße. Könnte. Irgendwo sein. Vom Gefühl her. Wenn man von Gefühl sprechen kann. Ich staune, dass hier keine Ratten rumschwimmen. Ich guck mal, ich habe Pika gefunden. Dann kommen sie mir hoch rum. Oh, ein Keks. Ein alter Keks. Oder was ist das hier? Eine Reiswaffel. Eine Reiswaffel, meine Damen. Noch eine Tomate. Liegt noch mehr. Kann man das erkennen? Ja. Aber nicht mehr heute, ey. So, kein Strom, kein Wasser. Jetzt lässt hier arbeiten. Thank you.
Ah, ist wieder eine Scheiße. Ich glaube, ich werde den Saugwagen bestellen. Ein bisschen auch hier ausdrücken. Eine Haute. So, Saugwagen. Sehr schön. Genau, den will ich dann öffnen, der muss ablaufen. Thank you.
machen. Ja. Mit dem Gullideckel aufklopfen. So, jetzt spritze ich hier noch den Raum aus. Oh, sieht schön. Zum Glück waren sie in der Nähe. So. Dann wollen wir mal. Das ist so intensiv. So, damit nicht gleich die Ratten wieder rauskommen, machen wir die Pfannenblende wieder hoch. Dann müssen wir bald kommen, richtig machen, kann er nicht offen bleiben. Schönes Wochenende.